the weapon. Hi, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Channel. Die Firma Holosun, oder soll ich erst sagen, die Firma Laserlux, hat mir was Wunderschönes zukommen lassen. Und zwar das neue HE503RGD. Jetzt fragt ihr euch, was versteckt sich hinter diesem tollen Namen? GD, ja, für Gold Dot. Und zwar haben wir bisher schon mal gesehen, auf meinem Channel, genauso wie bei Holosun, habe ich schon mal vorgestellt, das Red Dot Sight und auch das Green Dot Sight. Und jetzt haben wir hier zum ersten Mal eine Weltneuheit, ein goldenes Absehen. Die Firma Holosun hat es wirklich auf die Reihe bekommen, ein Absehen herzustellen, das so noch keiner gesehen hat. Und jedem, dem ich bisher davon erzählt habe, gesagt, pass auf, hier ist ein neues Ding rausgekommen mit goldenem Absehen, hat erstmal gesagt, Gold. Dafür muss man es einfach mal gesehen haben. Gold ist deswegen nicht nur, damit es schöner aussieht. Aus mehreren Gründen haben wir hier ein goldenes Visier. Erstens mal ist es für das menschliche Auge ziemlich schwer, rote Kreise oder Punkte, Red Dot Sights, zu verarbeiten. Meistens strahlt das Rot immer ein bisschen mehr, als man will und ist immer ziemlich heftig im Kontrast zu etwas Grünem, wenn man jetzt draußen unterwegs ist. Und dadurch hat man doch oftmals Schwierigkeiten, ein Red Dot gleich zu finden, gleich richtig scharf zu stellen. Und genauso beim Green Dot, ja, Green Dot fand ich selber persönlich auch wunderschön, eine tolle Alternative. Aber dennoch ist das Green Dot vielleicht auch für den einen oder anderen, der im Wald unterwegs ist, nicht das Optimum. Jetzt haben wir mit Gold zum einen den Vorteil, dass Gold einfach in der normalen, freien Natur so nicht groß vorkommt. Eine Farbe, die wir also nirgendwo groß sehen und sich deswegen auch super abhebt vom Hintergrund. Und noch dazu, für jeden, der jetzt Rot-Grün-Schwäche hat, Gold wird er definitiv sehen. Wir hatten das Glück, jemanden mit dabei zu haben auf der Shooting Range, haben das wirklich getestet mit jemandem, der Rot-Grün-Schwäche hatte. Und auch derjenige hat gesagt, wunderbar, fand er richtig gut, falls ihr mir nicht glaubt, das ist der Manu von Project History, verlinke ich euch unten, arbeitet nebenher bei DK Ausrüstung beim 5-Eleven Shop in Eching, also der junge Mann war mit uns und hat das Holosun hier erstmal getestet und er war sehr begeistert davon, nicht nur er war davon begeistert, wir alle waren davon begeistert. Ich zeige euch im Hintergrund einfach mal ein paar Aufnahmen davon, wie wir das ganze Ding benutzt haben und wie es sich einfach geschlagen hat. Und dann kommen wir jetzt auch erstmal zu den ganzen Grunddaten von diesem schönen Visier, damit ihr erstmal wisst, was es so alles kann. Ja, das Holosun HE503RGD ist ein Mikrovisier der Elite-Serie, hat ein wechselbares Absehen, Kreis- und Punktabsehen, wunderbare Alternative auf jeden Fall, wie wir gesagt haben, für Menschen mit Rot-Grün-Sehschwäche, 2 MOA im Punkt und 65 MOA im Kreis. Wir haben ein rheostatisches Helligkeitseinstellgrad, was auch mit Handschuhen wunderbar zu bedienen ist. Es ist sehr griffig, damit man da ohne Probleme dran arbeiten kann. Mitgeliefert haben wir noch eine Visierlinienerhöhung, das heißt, man kann sich sogar noch mal ein bisschen aufbocken, wenn man möchte. Die Maße sind 39 x 41 x 69 mm. Das ganze Ding wiegt 106 Gramm. Linsendurchmesser liegt bei 20 mm. Und ja, die Linse vorne ist tatsächlich gekippt. Das ist nicht, weil es irgendwie kaputt ist, sondern soll auch das Licht einfach ein bisschen besser brechen und nicht so gut reflektieren, wenn man auf irgendwas zielt, dass das Ziel nicht angeblendet wird. Das Gehäusematerial ist aus Duraluminium, Schutzklasse IP67, wasserdicht und kompatibel mit zahlreichen InnoMounts und QD-Schienen. Ja, wer nicht schon auf die Optik und auf die Funktion dieses tollen Visiers steht, ja, der hat immer noch die Chance, sich andere Produkte von Holosun zu holen. Für mich ist momentan das Golden Sight wirklich eins der herausragendsten Produkte und definitiv eins, was ich mir holen muss.
Denn ich finde, Gold ist einfach wirklich 100-mal besser als rotes Standardvisier, mit dem man meistens immer das Problem hat, dass das Ziel einfach zu arg überblendet wird mit Rot. Bei Gold habe ich das Gefühl, ist das überhaupt nicht der Fall. Das Einzige, was ich selber so ein bisschen verwunderlich fand, waren die Helligkeitsstufen, dass man wirklich so helle Stufen hatte zum Ende hin. Ja, man braucht meistens, glaube ich, eher so ein Mittelmaß oder vielleicht auch eine kleinere Helligkeitsstufe, gerade wenn man bei Nacht irgendwie mit Nachtsichtgerät auf der Pirsch ist. Ich glaube, man ist da ziemlich gut mit den mittleren bis unteren Einstellungen bedient. Ja, was sie sich dabei gedacht haben mit den ganz hohen Einstellungen, weiß ich jetzt nicht. Alles in allem fand ich bisher eins der tollsten Produkte, die ich in den letzten Jahren so in die Hände bekommen habe. Aber das Ding jetzt wirklich in den Händen zu halten und zu testen, war für uns einfach wirklich ein Riesenspaß, eine tolle Ehre. Und deswegen nochmal vielen Dank an Laserlux und an Holosun Europe. Danke für diese Chance. Und wir werden natürlich noch mehr berichten, wenn wir weitere Tests gemacht haben damit. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal hier bei Tactical Garnibiert. Garni out.